einen schönen Tag. Hallo, sag mal, ich habe gehört, du hast dich bei The Voice of Germany beworben, ne? Ja. Und schon was gehört? Nee, ich hab's noch nicht verworben. Nicht gehört? Ach krass, echt, haben die da nicht Bescheid gesagt? Ihr habt mich wirklich auf den falschen Fuß erwischt. Ich bin's, der Tore, dein Moderator. Wie Tore ist dran? Erstmal hab ich's gar nicht realisiert. Ich hab erst gedacht, da will mich jemand veräppeln. Gute Nachrichten, wir sehen uns bei den Blind Auditions. Nein! Doch! Schritt geschafft. Jetzt muss ich mindestens ein Coach für den 25-Jährigen umdrehen. Musikpro bedeutet mir alles. Also es gibt nichts Größeres in meinem Leben. Er ist bei The Voice of Germany bei Erstkampf. Ja, hier killt er ihn, ja. Wenn er auf der Home is where your heart is. Und ja. Die Bühne ist mein genau. Zuhause. Ich oute mich jetzt. Ja, ich bin ein Fan von Samu Haber. Es ist so unwirklich, jetzt zu sagen, ich höre nicht mehr ihm zu. Sondern jetzt sitzt er mal auf der Seite und hört mir beim Singen zu. Ich singe von Sunrise Avenue Lifesaver. Dass ich einen Song vom Samu Haber singe, ich glaube, kann vor als aber auch Nachteil sein, wenn ich da sitzen würde an Samus Platz und jemand von mir einen Song singen würde. Ich würde, glaube ich, auch eher drücken. Andererseits könnte es natürlich auch ein Riesennachteil sein. Er könnte sich sagen, gut, er singt jetzt einen Song von mir, ein bisschen billig. Er muss einfach Flo sein, weil Flo ist das, was ruckt. Das, was fetzt. The Voice of Germany ist für mich die beste, größte und mit Abstand tollste Chance, die mir jemals gegeben worden ist. Lifesaver ist ein großer Song. Für mich ist es einer mit der besten Songs, die Samu Haber jemals geschrieben hat. Und ich werde ihm Gänsehaut. Oder wie sagt er mal, er bekommt Hühnerhaut. Hi, ich bin Flo. Flo, wie geht's?
Sehr gut, ja. 102 Flatman-Filme hat mir gesagt, mit dieser Scheiße, nein. Und heute ist dein Nummer 1, okay? Natürlich. Mach das 101 mal mehr. Und diese fucking fantastischen Jungs. Oder Steffi oder Ray oder ein Flatman-Filme. Ja. Sind alle so durchgedreht und haben dich so abgefeiert, dass ich nur noch... Ich habe einen Vorschlag, also ein Flow heißt es, ne? Ja, genau, genau. Leider kommst du nicht weiter, aber vielleicht ein Duett mit deiner... Ja, deiner bitte! Sänger. Maybe you can do it again. Let's do the acoustic version of that. Oh, okay. Yeah! Woo! Acoustic. Das ist sieben Tama? Sein Traum. Holy shit. Besser geht's nicht, das reicht schon. Besser als nicht im Fee. Sehr cool.